Darauf, Freunde der scharfen Klinge. Heute möchte ich euch einen weiteren Folder vorstellen, was mich erreicht hat 2020. Und es handelt sich um ein Budget-Folder. Ja, ob es wirklich ein Budget-Folder ist, das klären wir dann noch im Video. Es handelt sich um ein Civivi Nice. Civivi ist ja die Budget-Linie von Re-Nice. Wie einigen bekannt sein dürfte, nicht jeden. Sprich, gefertigt bei Re-Nice und die Linie ist die kostengünstige Variante Civivi. Gut, kommen wir zum Messer. Es liegt ja schon hier und hier ist die Verpackung und es handelt sich um das Rustic Gent. Diese Variante ist mit Carbon Fiber Bolster und Mikata Scales. Dieses Messer gibt es in verschiedenen Varianten. Wir haben Carbon Fiber Bolster an jedem dieser Taschenmesser. Unterschiedlich ist dann tatsächlich das andere Griffmaterial. Wir haben hier Black Mikata. Es gibt das auch in grünen Mikata und in sandfarbenen Mikata, würde ich sagen. Und das gibt es nochmal mit schwarzen G10. Das sind die Varianten, die es gibt. In der Verpackung ist dann noch so ein Tüchlein und ein kleiner Zettel. Das war es dann schon. Das ist im Prinzip ein klassisches Design, neu aufgelegt mit moderneren Materialien. Ich öffne das Messer mal, dann werden wir das mal kurz vermessen. So, klein und wie ich das mal hier so hin. Dann haben wir eine Gesamtlänge von, ich würde mal locker sagen, 17,3 cm. Eine Klingenlänge von 7,5 cm und eine Grifflänge von 9,7 cm. Gewicht sind 72 Gramm. So, Klinge besteht aus D2. Wir haben ein Setting Finish da drauf, sehr schick ausgeführt. Wir haben einen Hohlschliff. Auch dieser Hohlschliff ist schön fein ausgeführt. Die Klingenstärke von 2,5 mm ist also nicht zu dick. Für so ein kleines Messer finde ich das genau richtig. Und wir haben einen Backlock-Verschluss. Das Messer ist zur zweihändigen Öffnung gedacht, wie ihr sehen könnt. Es hat keine Öffnungshilfen. Klingender Gang ist wunderschön, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier noch so einen Halbstoff-Stop, der das, selbst wenn das fällt, nur bis hier geht und dann kann man schließen. Passt alles wunderbar. Die Verarbeitung hier, die Übergänge hier, also super gemacht alles. Hier passt alles. Also da hat Re-Nice bei dem Messer hier alles gegeben. Zentrierte Klinge, keinerlei Spiel in irgendeiner Richtung. Man hat ja öfters mal das leichte Auf und Ab bei Backlocks. Habe ich hier auch nicht. Also wie gesagt, da hat Re-Nice alles gegeben bei der Verarbeitung. Da kann man wirklich nicht meckern. Kleine Klauskante hier, designtechnisch, das hat man aber, wie ihr seht, des Öfteren. Und auch viel schlimmer als bei dem, das finde ich noch alles erträglich. Also alles schick gemacht. Wir haben hier Bronze-Phosphor-Washer, auf dem die Klinge läuft. Kann man also nicht meckern. Ja, ist das Messer jetzt 42A konform oder nicht? Ich würde sagen, ja. Wie gesagt, es hat keine Merkmale der Einhandöffnung. Keine Daumenpins, kein Flipper, keine Löcher, nichts. Und ihr seht jetzt hier das Old Bear. Auch ganz klar ein Zweihandmesser, was auch verriegelt. Na, da würde auch keiner sagen, das Messer ist ein Einhandmesser, was verriegelt. Hä? Was ist das?
Also wie gesagt, es geht, aber es würde auch keiner sagen, das ist ein Zweihandmesser. Ups, das ging aber gut. Ups, jetzt habe ich mich vergriffen, aber wie gesagt, ist überhaupt kein Problem, dieses Messer auch mit einer Hand zu öffnen. Also ich weiß nicht, wer damit Probleme haben sollte, das mit einer Hand zu öffnen. Aber es hat keine Einhandmerkmale. So, jetzt kommen wir kurz zum Preis. Das Messer ist für 80 Euro, 85 Euro zu bekommen. Hier in Deutschland, sprich, ist es jetzt zu teuer? Nein, ist es nicht. Die Verarbeitung macht es wett. Es sind keine super Materialien verwendet worden. Wie gesagt, ein D2, der toll ist, gar keine Frage, aber auch nicht sonderlich teuer. Wir haben Edelstahl-Liner, kein Titan. Das Micarta und das Carbon Fiber, gut, da sind wir schon im höherpreislichen Bereich bei vielen Messern. Aber das kriegt man auch deutlich günstiger. Oder ich nenne jetzt mal das Real Steel Luna. Das hat einen Böhler 690 CO Stahl und hat Titan-Griffbeschalung. Kostet auch nicht mehr. Also wir sind hier nicht beim Budgetmesser. So leid es mir tut, oder das sagen zu müssen. Aber die Verarbeitung und alles. Das ganze Konzept rundherum macht es schon preislich in Ordnung. Es ist nicht überteuert. So ein kleines, feines Messer. Klassisches Design mit neu interpretiert mit modernen Materialien. Ich lege hier mal ein paar andere Zweihandmesser daneben. Größentechnisch ähnlich. Ich stehe ja, wenn schon, Slip Joint oder 42A konform, lieber auf Einhandmesser. Das auf jeden Fall 42A konform ist, denn es verriegelt auf gar keinen Fall. Hier haben wir mal was Besonderes. Ein Spyder Kyuke Titan. Hier ein Arm, etwas kleiner. Und hier haben wir noch mal was Besonderes. Ein Northwood. Auch Slip Joint, Zweihandmesser. Natürlich ein bisschen größer. Jetzt sagt ihr euch ja, scheiße, da ist sogar kein Taschenclip bei. Ja, stimmt. Kein Clip. Und viele von euch würden sagen, ja, das geht gar nicht. Ja, das hat sich wohl ReKnife auch gedacht. Und deswegen kriegt man in der Tat eine kleine Pouch mitgeliefert, wo es wunderbar reinpasst. Jetzt sagt er euch, ja gut, was hat das jetzt mit dem Clip zu tun? Ganz einfach, denn der Clip ist hier dran. Und das passt sehr gut. Die ist dabei. Und das ist Leder, das ist nicht die allertollste Qualität, aber wie gesagt, ihr habt ja auch nicht ein paar 100 € Folie dabei. Und von daher für 80 Euro, das ganze Gesamtkonzept passt dann schon wieder. Ist kein Budget, aber ist auch nicht überteuert. Und so kann man auch mit einem Messer, was keinen Clip hat, wirklich gut leben, wenn man einen Clip möchte. Ich persönlich habe dieses Northwood nämlich auch mit einer Pouch mir besorgt. Da ist zwar eine Pouch dabei, hat aber keinen Clip. Das ist ein Custom Pouch. Da ist ein Clip dran gemacht. Das heißt, da kommt das Messer rein, wird in die Tasche geklemmt und da fliegt dann nichts in der Hosentasche rum. Das finde ich wirklich nützlich bei Taschenmesser, die keinen Clip haben. Und hier hat ReKnife bzw. Civivi halt mitgedacht. So, das war es dann schon von dem Video, dem kleinen Civivi-Knife. Das Rustic Gent. Ich würde sagen, die 80 Euro sind für das Gebotene auf jeden Fall okay. Ein Budgetmesser sieht im Preis anders aus. Ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Scharfe Grüße, euer Vic Spider.